Hallöchen meine Lieben, und zwar herzlich willkommen zum Unboxing-Video, und zwar vom Markus. Erstes habe ich eine Flasche Wodka absolut vom Markus bekommen, dann hier zwei Tüten Nudeln, dann eine Powerbank, ein Maßband mit Wasserwaage, ein cooles Sony Ericsson W595, eine richtig coole alte Pumpenzange und noch mehr Werkzeug. Dann den kleinen Zollstock, dann ein Motorazr V3XX, dann diesen geilen Flaschenöffner hier, dann diese schöne alte Burgwächter-Geldkassette mit einem Inhalt, wo ich nicht zeige, dann das hier zum Zigarren ausmachen, dann ein Kuhglöckchen, dann ein türkisches Dekobäschen, dann eine richtig coole alte Muskatmühle, nochmal ein schönes Dekoteil. Dann dieses coole LG Retro Handy. Und dann habe ich hier dieses Küchenhelfer-Set bekommen. Und dann dieses coole Zinn-Tischfeuerzeug. Dann hier zwei richtig coole Aschenbecher aus Zigarrenetiketten. Dann noch eine Klemme. Und dann diese Artikel aus dem Pflegebereich. Und dann hier eine richtig coole Gürtelschnalle. Hier nochmal eine von Harley Davidson. Und hier eine richtig coole von Jack Daniels. Und dann hier nochmal eine von Jack Daniels. Und hier richtig legendär von Levi's. Dann habe ich hier ganz viele Laptop-Netzteile bekommen. Dann hier diesen coolen Medion-Laptop. Ein bisschen schwer zu filmen. Dann einen richtig coolen Licher-Bieröffner. Dann ein richtig cooles LG-Smartphone. Und dann dieses Huawei-Handy. Und dieses Huawei-Smartphone. Und hier noch ein Samsung S3. Dann dieses coole Samsung-Tab. Dann dieses Huawei-Tablet. Dann habe ich hier diese tolle Warnweste bekommen. Und dann hier diesen coolen Metallkoffer. Und zwar ist das ein komplettes Texas Hold'em Poker-Set. Richtig, richtig cool. Dann habe ich hier diese schöne alte Geldkassette im Hammerschlag-Design bekommen. Und die ist randvoll mit Schlüssel. Hier noch ein Ersatzakku fürs Ding. Hier auch einige Gabelschlüssel mit dabei. Burgwächter Vorhängeschlösser mit jeweils zwei Schlüsseln. Alte Möbelschlüssel, ein schönes antikes Möbelschloss. Hier haben wir den richtig, richtig geilen, schönen Schlüssel von einem Hotel vermutlich. Der ist ja richtig cool. Dann haben wir hier so richtig fette, lange fürs Kastenschloss. Also so richtig schöne. Und dann haben wir hier einen schönen K-Max, hier noch richtig schöne Buntbartschlüsselchen. Und dann haben wir hier vom alten Küchenschrank zum Beispiel hier einen Dreikantschlüssel von MK. Dann haben wir hier so einen Schlüsselanhänger mit so einem Fußballer. Einen Dornschlüssel, diverse Schrankschlüssel, hier mit einem Fußballanhänger, hier einen Dom. Der Schlüssel fürs Möbelschloss. Hier haben wir den richtig mega schönen BKS. Ja. Das Telefonschloss zum Beispiel. Hier ein Abus Bufo Zylinderschlüssel. Hier nochmal einen alten Minit. JMA, richtig tolle Schätze. Richtig fettes Dankeschön geht raus an Markus. Bitte schaut doch alle mal aufs Profil der Markus. Der hat nämlich in Frankfurt irgendwo einen Antiquitätenladen, einen Möbelladen. Er macht Haushaltsauflösungen und Entrümpelungen. Und er unterstützt viele soziale Projekte, zum Beispiel mit Obdachlosen und so weiter. Vielen lieben Dank, Markus, mein Freund, für die vielen, vielen tollen Schätze und für die tolle Unterstützung.